Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana. Wir spielen Datenbeschaffung in Twin Peaks Level, oh Gott, 76? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube 76. Oder ist es 74? Nee, 76 ist das. Datenbeschaffung. Warum Datenbeschaffung? Also ich habe mal ausnahmsweise nicht gewählt mit anderen zusammen, was ich ja sehr häufig tue, wie ihr wisst. Sondern Datenbeschaffung deswegen, weil es Regentropfen gibt und weil ich mal wieder einen derben Mangel an Regentropfen habe. Also ich habe mal gerade noch 15. Und das ist deutlich zu wenig. Das ist deutlich zu wenig. Das heißt, ich mache jetzt einfach ein paar Missionen, die Regentropfen bringen. Und zwar in mindestens mal Twin Peaks. Und ich werde mir wahrscheinlich auch noch die anderen raussuchen. Und zwar also nur, wo es den Extra-Loot-Regentropfen gibt. Ne? Ihr wisst schon. Ja, weil ich dringend Regentropfen brauche. Das ist der Grund. Also ich brauche Regentropfen dringend. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne verbessern möchte. So. So, also wenn das Lager so direkt neben dran ist, was bleibt dir anders übrig? Du musst es einfach machen. Ihr seht, mir fehlen auch an sich noch Ressourcen, weswegen ich mein Ressourcensammelbild habe. Ich möchte jetzt mal so langsam irgendwie den Wetterballon sehen, aber ich sehe ihn nicht. So, dem will ich jetzt die Ressourcen nicht wegnehmen. Ich bin ja ein fairer Spieler. Ich nehme einfach die anderen. Und wie ihr seht, mir geht es tatsächlich hauptsächlich gar nicht um irgendwie Obsidian oder so. Das nehme ich gerne mit. Klar, Schattensplit auch. Aber in erster Linie geht es mir mal um Holz, Stein und Metall. Und warum? Nö. Weil ich mal wieder meine SSV aufbauen will, wie immer. Brauchen wir Fluglo? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Aber wenn man es dabei hat, ist es immer gut. Ups. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten. Hab ich den gerade gefunden? Ich glaube ja, ne? Also zufällig eher wahrscheinlich. Und das ist natürlich etwas, was wir einfach nehmen. Aber keine Wahl, wir nehmen es halt. Das ist super gut für die ganze Geschichte. Hey, nimm mir nicht meine Ressourcen weg. Fuck, was ist das denn für ein Landeplatz? Oh Gott. So. Ich würde sagen, wir nehmen Metall, weil, ja, haben wir noch genug von.
So, eine der Möglichkeiten, den Wetterballon zu bauen, ist eben die klassische Pyramide. Und der Vor-, Nachteil, wie auch immer, ich sehe es jetzt als tatsächlich Vorteil, ist, dass man Innenwände noch einbauen kann. Braucht ein bisschen mehr Material, hat aber den Vorteil, man ist zusätzlich safe. Der Nachteil an dieser Methode ist, wie immer beim Wetterballon, wenn man nicht das gesamte große Viereck nimmt, sondern wirklich bloß die Landestelle vom Wetterballon. Der Nachteil, wie immer bei dieser Methode, ist, man muss tatsächlich bauen, wenn der Wetterballon dann gelandet ist. Und das mag nicht jeder, sage ich jetzt mal. Also ich sage jetzt bewusst nicht jeder. Es gibt Leute, die finden das überhaupt nicht schlimm, mehr Material auszugeben. So. Super. So. Sollen wir mal runtergehen und gucken? Jo. Ich würde sagen, wir gucken mal. Denn wir brauchen ja auch Material. Und von daher ist es eigentlich alles prima. Wenn wir hier runtergehen. Und weiter geht es. Wir haben noch ein Minimum von etwas über 4 Minuten. Dann können wir den Ballon vom Himmel holen. Wenn wir es nicht ganz auslaufen lassen, das mache ich sehr häufig davon abhängig, wie viele Leute in der Nähe sind. Gott, daneben geschossen. Wie peinlich. Dafür habe ich jetzt zweimal getroffen. Boah. Und keine Munition mehr. Ich hasse es. Was denn die Tussi? Ach, dort. Ein bisschen Stein. Oh, es ist immer noch echt verdammt wenig, was ich an Steinen und an Holz da habe. Das ist ja schon echt, aber ich habe in letzter Zeit viel verbraucht. Und da muss man halt manchmal auch tatsächlich einfach wieder nachrüsten. Was will man machen? Mann, das Zeug kommt halt nicht von allein. Ja. Und da haben wir noch ein bisschen Metall, das ist immer gut. Das haben wir gerade ja schon ein bisschen ausgegeben. Ist da eine Stormtruss im Gang? Sieht fast aus. Ja. Na, da gibt es doch noch ein bisschen Belohnung. Ist doch auch nett.
musste mal trinken, einen Schluck Kaffee trinken. Das Schöne ist, wenn man einen daneben stehen hat, dass das auch geht. Hallo, Santa Baby. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen Munition machen. Ich merke gerade so, 2000 Schuss. Ist auch, sind auch schnell weg, ne? So, noch Nocturno. Ich laufe mal so langsam wieder Richtung Wetterballon. Ich weiß, dass es nicht unsinnig ist, rechtzeitig dort zu sein. Denn manche Spieler fangen ja dann auch einfach an, auch wenn sie eigentlich nicht anfangen sollten. Der da? Das ist ja auch spannend. Katzen hütet und dann in die Luft jagt. So, ich glaube, ich gehe hoch. Der Ballon wird gleich garantiert runtergeschossen. Der Ballon ist gelandet. Verteidige die Daten. Okay, da war einer. Sehr schnell. Freut einen, natürlich. Wir brauchen tatsächlich irgendwas. Wie zum Beispiel den hier. Datei erfolgreich abgerufen. Und ich würde hier. Ups. Hier mal ein Jumperpin bauen. Wenn ich eins hätte. Passt fast. Und mit Anlauf passt's. Jo. Ja, super. Es ist sehr uncool, wenn man eingeschlossen wird. Auf der anderen Seite ist sehr cool, wenn man noch... ...nicht fertig gebaut hat. Aber gut. Zwei Lagerfeuer sind super. Drei sind besser. Denn dann geht's richtig super schnell.
Und wir gehen hier kurz rein. Zack, 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 voll. So. Zip, 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 läuft. Irgendwo ist da oben einer. Und das... Na. Ja, diese Nachladerei. Läuft gut, würde ich sagen. Es läuft gut, würde ich sagen. Das Coole ist, wenn genügend Geschütztürme da sind. Auch wenn die von vielen verhasst werden und ich kann tatsächlich nicht verstehen, warum. Denn sie machen das Leben deutlich einfacher. Aber es gibt ja immer die... Die Leute, die meinen, sie sind die Pro-Gamer. Wir haben das Spiel doch nicht, an sich noch nicht durchschaut. Ich behaupte nicht, dass ich einer bin, deswegen kann ich die auch ganz entspannt benutzen. Und viele andere benutzen die wahrscheinlich auch. Apropos Pro-Gamer und Co. Kennt ihr schon Cubana Weekly? Ich möchte das jetzt mal ganz offiziell anteasern. Denn es gibt das nun. Es gibt nun Cubana Weekly. Was ist Cubana Weekly? Ich erzähle es vielleicht mal so ganz nebenbei. Cubana Weekly ist sozusagen ein, man hört es ja schon am Namen, mein Kanal, in dem ich wöchentlich Videos veröffentliche, in denen ihr mich auch sehen könnt, im Übrigen. Also nur mich sehen. Das heißt, es wird kein Gameplay und nichts geben. Sondern ich spreche über dies und über das und unter anderem natürlich auch zum Beispiel in einigen Videos über, warum ich nicht streame, warum ich das nicht mache oder jenes nicht mache oder warum, was ich sonst noch so mache, von dem ich vielleicht bisher noch nie erzählt habe in meinen Gaming-Videos, einfach weil es hier nicht hingehört. Also ich nehme mal ein nettes Beispiel, zum Beispiel ich spiele unter anderem auch in meiner Freizeit, wenn ich unterwegs bin oder so, dann auch mal ganz gerne Pokémon Go. Und natürlich werde ich auch darüber mein Wort verlieren. Ich werde aber auch zum Beispiel dazu sagen, warum ich dieses Spiel nicht, ganz bewusst nicht, selber irgendwie streame oder so. Oder. Oh,
Und wir haben es erfolgreich beendet. Und natürlich nehme ich den Schattensplitter noch mit. Können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Und auch über andere Dinge, die die Welt bewegen oder sie auch nicht bewegen, die meine Welt bewegen, sag ich mal. Und ich glaube, das könnte ja auch durchaus interessant für euch sein. Und deswegen erzähle ich es hier mal über Cubana Weekly. Ihr werdet den Kanal finden, indem ihr einfach Cubana Weekly eingibt in der YouTube-Suche, aber ich werde ihn dann auch demnächst auf meinem Kanal verlinken, wenn ich es nicht schon zu diesem Zeitpunkt getan habe. Vierer Truhe, was anderes hatten wir nicht erwartet. Ja, wie schon gesagt, Datenbeschaffung 76, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Also, schaut gerne in diesem Kanal vorbei. Ich habe den Kanal, diesem Kanal hier, weil es eben keine Gameplays gibt und weil es eben auch nicht immer ums Spiel geht, sondern eben auch mal um andere Dinge. Und deswegen, ich werde zum Beispiel auch mal über Serien erzählen, die ich gerade schaue oder gerne geschaut habe oder. Also auch da gibt es dann eben auch so etwas mehr. Oh, Vorteilfix gab es auch. Und deswegen, es gab jetzt hier nochmal 36 zusätzliche Regentropfen. Das ist sehr wichtig. Und vorher gab es ja auch 44. Das lohnt sich also. Also, Cubana Weekly, einfach mal merken, vorbeischauen, gerne abonnieren, natürlich auch eine Glocke da lassen. Wobei es da, wie schon gesagt, nur einmal die Woche ein Update gibt, also ein Video. Es kann auch mal passieren, dass ich an diesem einen Tag, an dem ich Videos hochlade, vielleicht auch mal zwei bringe, wenn es erforderlich ist, auch mal fernab dieses einen Tages, übrigens immer Donnerstag. Ja, schaut vorbei. Bis dahin, euer Cubana. Ciao.